Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen natürlich wieder Dead by Daylight. Sorry, ich war gerade verwirrt. Ich dachte, am Haken ist irgendwas. Und wir sind heute mit Cheryl unterwegs. Und mal wieder ohne Talente. Wir versuchen heute mit Cheryl die Naked Challenge. Wir sind immer noch in unserer Reihe, weil wir es einfach nicht geschissen bekommen. Spielen wir jetzt sehr viel Naked Challenge. Wir haben die Fäule. Nee, Billy. Wie bin ich jetzt auf die Fäule gekommen? Er hat Seelenruhe dabei. Verrückt! Der Billy kann was. Ja. Wenn wir heute wieder nicht entkommen, dann gehe ich weinen. Okay? Dann wäre das die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Challenge-Versuch. Der 6. Challenge-Versuch. Der nicht funktioniert. Ja. Dann, ja. Ich bin dann ganz traurig. Und geh weinen. Wir haben die zweite Person am Haken. Kein Jen ist fertig. Wenn das dann noch ein Billy... Boah, die ist gesprungen. Ich glaube, sie wollte sich sterben lassen. Und, aber Billy ist noch dort. Das hat ihr gar nichts gebracht. Wobei sie dann ihrem Ziel, sterben zu wollen, wahrscheinlich näher ist, als sie dachte. Ich wollte gerade sagen, wenn Billy auch noch Tüftler hat, sind wir so richtig am Probes. Leute, es ist einfach Tüftler am Start. Ich versuche zu meinem Jen zurückzugehen. In der Hoffnung, dass der noch nicht unter die Tüftlergrenze gefallen ist. Und Tüftler jetzt nicht nochmal triggert. Überladen. Ich habe die Palette hier einfach geschmissen. Sarina, du musst den Jen auch richtig anfassen. Ne? Holla! Die Waldfee. Es wird schwer. Er rennt am Haken rum. Das ist natürlich noch gemeiner. Nicht die Luke. Ah.
Wow. Er tunnelt sie einfach raus. Warum? Es ist ein Generator an. Das heißt, es hilft halt nicht mal mehr, irgendwie 2 Wochen zu warten nach dem Rank Reset, weil die Killer immer noch so spielen. Dass man einfach sich fragt, wo die falsch abgebogen sind. Er hat keine Not und spielt wie... Weiß nicht, das wären 4 Generatoren an und er hätte keinen am Haken gehabt. Mich würde mal sehr stark interessieren, was die Statistiken bei Dead by Daylight sagen. Ob es jetzt Leute gibt, die nach dieser Umstellung auf ein anderes Matchmaking und anderes Rank-Reset ob die Leute aufhören, DBD zu spielen. Nice. Ich könnte es verstehen, wenn die Leute sagen, Schuss. Kein Bock mehr. Man soll nicht immer so schnell auch meckern und sagen, nö, der kämpft. Aber ihr habt die Schweinchenrunde gesehen. Ihr habt die Pinhead-Runde gesehen, der auch gerne in der Nähe des Hakens unterwegs war. Ihr seht, wie viele Mates aktuell disconnecten, schrägstrich, sich sterben lassen. Ich nehme jetzt gerade, glaube ich, die vierte Runde in Folge auf. Also die Klödi-Runde, die Bill-Runde, die Laurie-Runde, nicht zu vergessen, und jetzt die Cheryl-Runde. Und was heute allein für Disconnects und was für Killer unterwegs sind. Ich glaube, es ist auch die letzte Folge, die ich für heute aufnehme. Weil das Salz, Leute, das Salz wird immer mehr. Und bevor ich mir den ganzen Tag vermiese, wegen DVD, gibt's eine Aufnahmepause. Von, weiß ich nicht, von 3 Monaten. Nein, nicht, aber... Es ist aktuell unangenehm, DVD zu spielen. Es macht recht wenig Spaß. Sie hat auch nicht mehr gerettet. Ich weiß nicht, ob sie die Luke hat. Aber die Luke ist ja noch gar nicht offiziell da. Ja. Ich weiß nicht. Und das ist jetzt auch unabhängig von der Challenge. Ne? Die Runden sind einfach alle. Ja. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr aktuell bei DBD für Erfahrungen macht, wenn ihr Solo spielt. Mit einer SWF ist das was ganz anderes. Mit einer SWF kannst du dich absprechen. Du kannst jederzeit sagen, hey, der Killer ist gerade hier. Hey, ich geh retten. Hey, mach du den Gen fertig. Eine SWF zähle ich nicht mit in meine Statistik und in meine Spielerfahrung, ja? Wir spielen jetzt von Leuten, die Solo spielen. Was macht ihr aktuell für Erfahrungen mit DBD? Und macht ihr diese neue Erfahrung seit dem neuen Ranking-System, seit dem neuen MMR? Ich möchte bitte eine
offizielle repräsentative Umfrage starten. Hat das MMR-System DVD zerstört? Hat das neue Rank-System DVD zerstört? Das Problem ist halt, ich möchte DVD gerne spielen, um tatsächlich Spaß zu haben. Ich habe in meiner Klödi-Runde gesagt, ich habe Bock, ich freue mich auf DVD. Jetzt habe ich 4 Runden gespielt und ich habe schon wieder so viel Salz in meiner Seele, dass ich am liebsten wieder 2 Wochen kein DVD spielen würde. Wie geht euch das? Ich denke, es würde mir wirklich gut tun, mal wieder mit einer 4er SWF zu spielen, wo man einfach mal ein bisschen Erfolgserlebnisse spüren kann. Solo ist aktuell sehr frustrierend. Sehr frustrierend. Aber genug geheult. Ich spiele jetzt irgendwas anderes. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich muss jetzt irgendwas anderes spielen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen und mich von dieser DVD-Schmach zu erholen. Aber danke fürs Dabeisein, fürs Dranbleiben, fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder, natürlich mit DVD. Ich hoffe jedes Mal aufs Neue, dass wir einfach eine erfolgreichere Runde haben. Drückt die Daumen. Ja, esst brav auf. Vielleicht hilft es auch. Das hilft nicht nur beim Wetter, ja. Es hilft auch bei meiner Matchmaking. Ich weiß aber nicht, wie ich die Sätze beenden soll. Egal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Macht's gut.